Ich würde mein Modul zünden und zu dem Geschütz starten. Gut, dann springst du einfach über das Bike drüber. Du kannst gerne mal, ja, was ist? Pilotwürfel? Jetzt Würfel zu. Ja, Pilotsprung. Ja. Pilotsprungmodul, genau. Damit du rechtzeitig startest, also du kannst sehen, wie auf dem Bike ein White Scar sitzt, hat wohl gerade ein Säbel gezogen. Und während er auf der Hauptstraße euch entgegenrast, rettet er wohl Zivilisten über, die von seinen Rädern zerquetscht werden. Und mit seinem Säbel hackt er nach den Beinen und den Rücken, den fliehenden Rücken von anderen Zivilisten. Jo, habe ich ganz locker geschafft. Ja, du musst eine 77 unterspringen. Du springst dann in die Luft, siehst du, wie unter dir das Bike in deinem Abgasnebel ja, irgendwie im Durchrast auf die andere restliche Gruppe und kannst dann oben an diesem Turm die letzte aktive Hydra-Batterie erkennen, die wohl von einem, sowas wie ein kleiner Bunker, kommandiert wird. Du siehst wohl auch, wie zwei, drei andere Thunderhawks gerade im Wasser liegen, mit abgerissenen Flügeln, andere White Scars, die gerade versuchen zu schwimmen, wohl aber einfach von der Rüstung nach unten gezogen werden. Du siehst, wie zwei, drei andere White Scars tot auf den Bodenplatten liegen und viele andere White Scars, die gerade dabei sind, Menschen in Uniform abzuschlachten. Das sind wohl aber auch Leute in Uniform und zwei Bunker sind wohl schon aufgebrochen. Der letzte verbliebene Bunker, auf den du jetzt zufliegst mit deinem Jump Pack, wird wohl gerade von den anderen White Scars gestürmt. Siehst wohl, wie Melterladungen angebracht werden und diese dann nach sehr schneller, ja, nach einem sehr schnellen Anbringen gezündet werden. Die Bunkertür schmilzt. Ich würde meinem Team informieren, dass genau das. White Scars bereits hier oben haben bereits angefangen, hier alles zu räumen. Außerdem scheinen sie wirklich rücksichtslos einfach alles zu zerstören, was ihnen in den Weg kommt. Was wollen die anderen derweil machen? Krei, möchtest du selber starten oder bleibst du am Boden? Ja, ich hätte mich natürlich zuerst meinem Bruder angeschlossen. Und sobald dann allerdings das offensichtlich wird, dass die White Scars die Situation unter Kontrolle haben, würde ich mir doch tatsächlich mal so einen Menschen schnappen. Ob in Uniform oder Zivilist, ist mir dabei nicht wichtig. Gut, dann gib auch du mir mal einen Wurf auf Pilot. Und da versuchst du ein bisschen das Jump Pack, das Modul zu zünden. Es gelingt dir auch, allerdings sind die Menschen wohl in den Gassen schnell genug, damit du nicht hinterher kommst. Du kannst nicht die Geschwindigkeit aufbringen, die du normalerweise hättest, einfach weil es noch eine unbekannte Welt ist. Es ist einfach gerade dir nicht möglich in der Hektik, gerade mit den White Scars, die hier überall durch die Gegend dann auch ja, springen mit teilweise selbst eigenen Sprungmodulen oder aber mit den Bikes. Jetzt neben dem ersten, was auf euch oder an euch vorbeigerast ist, kannst du jetzt auch noch ein zweites, drittes und viertes erkennen. Also, da sind wohl noch eine ganze Menge White Scars mit ihren Bikes von den Thunderhawks gestartet und jetzt durch die Straßen der Mega Hives unterwegs. Feldpunkte regenerieren sich am Ende der Session oder? Am Ende des Abenteuers. Ah, okay. Na gut, dann gebe ich jetzt noch keinen aus. Was wollen die anderen tun? Gabriel und Octavius. Gabriel läuft weiter durch die Straßen in die Richtung, wo Tordal geflogen ist. Kann natürlich nicht mehr ansatzweise die Geschwindigkeit mitnehmen, auch wenn er schon einen ziemlichen Affenzahn drauf hat in seiner Servorüstung. Und sofern er an gefallenen Space Marines vorbeikommt, wird er sich seiner Aufgabe des Apothekarios annehmen und ihre Gensaat aus dem Körper, so wie es die Servorüstung, schneiden. Okay, kannst du die kleine Plattform nach oben laufen, siehst da wie gesagt zahlreiche Menschen, die dann zu Tode gequetscht oder mit abgetrennten Gliedmaßen irgendwo blutspritzend angebracht sind.
die aufgeschmolzene Bunkertür, an der du vorbeirennen kannst, und dann in Richtung der Landeplattform, wo dann die toten White Scars liegen. Ja, zwei, drei sind es, wie gesagt, und kannst dann dich dort abknien und deine Arbeit beginnen, Gensaat 1 und 2 zu sichern. Ich möchte direkt hinter Gabriel sein und seine Aktion überwachen und ihm Feuerschutz geben, wenn er sich seinen apothekarischen Dingen widmet. Nicht, dass er noch irgendwie angegriffen wird dabei. Ja. Also du kannst dir die Miliz mal ansehen, die Abtrünnige. Die haben wohl, wenn sie dann als Infanterie unterwegs sind, Lasergewehre. Das ist nichts wirklich, was euch in Bedrängnis bringt. Vielleicht in der Masse, ja. Es sind auch wohl eine ganze Menge. Aber die, die hier jetzt gerade liegen, sind schon alle tot. Und die letzten, die noch im Bunker verbleiben, die Hydra-Batterie, die dritte, fängt auch gerade an auszugehen. Weitere Explosionen, die aus dem Inneren des Bunkers kommen, und dann ist wohl alles gesichert. Also die Hydra-Batterie kann auf alle Fälle Schaden machen, aber die schießt ja vor allem dann auf die Fluggerätschaften von euch. Und ja, Lasergewehre sind eben nicht das Problem. Ja, dann halte ich auch schon nach irgendeinem Soldaten, der vielleicht mit einem Raketenwerfer um die Ecke kommt oder sowas. Und ansonsten schieße ich auf ein paar, die ein Lasergewehr haben. Mit Einzelschüssen immer. Ja, also wie gesagt, hier wirst du keine finden. Die sind alle tot. Dann müsstest, ach so. Die sind schon verteilt, versprengt. Also da haben die White Scars tatsächlich dann auch schon gut agiert. Das Problem ist halt, dass sie jetzt auch anfangen, andere Zivilisten oder Dockarbeiter dann zu bestrafen. Gerade weil sie auch eigene Thunderhawks, eigene Brüder verloren haben. Gut, ob man jetzt in den ewigen Fluten dann versinkt und dann auch stirbt, ist eine andere Sache. Eine Space Marine Armor kann natürlich eine ganze Menge aushalten, aber die sind erstmal für den Kampf gerade nicht mehr zu gebrauchen, wenn die jetzt im Wasser versinken. Aber du kannst gerne mal auf Wahrnehmung würfeln. Das sieht gut aus. Jo. Wie gesagt, nur Lasergewehre, einen Raketenwerfer kannst du nicht sehen. Die sind nicht gut vorbereitet auf das, was da kommt. Du siehst aber auch, die sind sehr ausgehungert. Also du findest keinen einzigen dicken Menschen. Nahrung haben die nicht viel. Die sind sehr ausgezehrt. Das ist das, was dir auffällt. Also die Uniform schlackert. Die war wohl mal für etwas fülligere Menschen. Jeder einzelne passt wohl nicht in die Uniform. Nicht mehr. Ich versuche, meine Aufmerksamkeit ein bisschen darauf zu richten, ob diese abtrünnige Miliz, also diese Toten, die da liegen, vielleicht irgendwelche Symbole der Tau, so als Glücksbringer oder sowas, um den Hals gewickelt oder so. Oder vielleicht auch mit Farben übermalt oder Frisuren, die irgendwie an die Tau erinnern oder so irgendwas. Interessant, ja. Verbotenes Wissen, Xenos. Das ist die Intelligenz. Habt ihr natürlich gesteigert, ist also erlernt. Ja, ich hab das. Komm mit der 77. Ja, ich hab eine 42, das wird wohl nicht gereicht haben. Also selbst wenn ich es dir erleichtere. Obwohl das Reich Ultramar und das Taureich relativ nah aneinander liegen. Ja doch, das stimmt, da hast du tatsächlich recht. Aber zumindest, du suchst danach nach irgendwelchen Haarschnitten oder Symboliken, Medaillons. Du weißt nicht ganz sicher, wie sich so Tau-Leute identifizieren. Sie haben zumindest keine Tau-Waffen, nur menschliche Lasergewehre. Und was du, Thor? Wenn ich jetzt da oben ankomme, natürlich helfe ich meinen Brüdern, wenn er bei Gas. Aber ich würde mir tatsächlich so einen der Menschen auch am Leben lassen wollen, den ich da angreifen könnte. Würde ihm dann eher so, wenn überhaupt, vielleicht im schlimmsten Fall eine Hand abtrennen, sodass er mich nicht mehr angreifen könnte. Aber ihn würde trotzdem noch versuchen, ihn am Leben zu lassen, um ihre Informationen aus ihm rauszuholen. Okay, dann gib mir mal einen Wurf auf Initiative, ob du mit deinem Gewandtheitsbonus vor den White Scars dran bist. 1W10. Oder du gibst einen Feldpunkt aus, so wie die heißen, dann bist du automatisch als erstes dran. Das könntest du auch tun, aber auch nicht gut gewürfelt.
Ja, gut, habe ich auch nicht gewürfelt. Gut, hast du auch nicht gewürfelt, ja. du bist auf alle Fälle vor einem. Kannst auch sehen, wie da wohl ein anderer Storm Marine, gerade auch mit einem Pack zündet da gerade, will dir wohl vielleicht auch diesen Dockarbeiter klauen oder es verhindern. Zumindest siehst du, dass er mit absoluter Aggressivität, ohne Rücksicht auf dich zu nehmen, nach vorne prescht. Du greifst dann den Typen, der da gerade vor dir steht, an so einem Bedienpult, musst ihn halt so packen, dass ihm aus Versehen der Arm bricht, aber zumindest stirbt er nicht in dem Promethium-Dampf dann von dem anderen White Scar. Könnt euch dann beide auf den Boden werfen. Das ist natürlich absolut unwürdig, gerade für einen Space Wolf. Aber zumindest hast du dann dem Menschen, dem letzten verbliebenen Menschen, das Leben gerettet. Naja, ob das überleben wird, das entscheide ich später. Und zumindest ist sein Arm gebrochen. Ja, ich pack mir den halt und spring dann wieder runter zu den anderen. Nachdem ich ja jetzt gesehen habe, dass hier oben alles erledigt ist. Und lande dann neben Octavius und dem Dark Angel, also Gabriel. Und meinte, ich hab hier was. Wahrscheinlich bei der Landung wird er wahrscheinlich nochmal irgendwie, wahrscheinlich gerade nicht mehr so ganz bei Bewusstsein sein, weil er wahrscheinlich den Schock nicht so ganz überstehen wird, wenn man da so aus ein paar Metern Höhen einfach in die Tiefe springt. Ja. Also dir fällt auch auf, dass der White Scar dich nicht verfolgt oder so, also der ist jetzt nicht richtig chaotisch böse, er war einfach nur richtig schnell und unhöflich, das auf alle Fälle. Da kann man ihn auf alle Fälle dann später mal, wenn das ganze Ding befriedet ist, für ein Duell herausfordern. Definitiv. Ich würde mir definitiv seine Identity-Nummer oder sonst etwas dergleichen merken. Ja, also ist dann auch im Scan deiner Rüstung, kannst du dann seine Identität dann eben auch aufgenommen haben für später, aber er verfolgt dich nicht. Also das wäre jetzt natürlich die absolute Frechheit und dann auch böswillig, aber das kann man später dann im Ring klären. Hier, so kannst du dann zu Gabriel und Octavius aufschließen. Cray hat dann auch versucht, ebenso einen Menschen aufzuspüren. Kannst dann aber auch sehen, dass Tordal eben mit einem Menschen mit gebrochenen Arm zu den anderen kommt. Und so könnt ihr nebeneinander landen. Ja, Gabriel richtet sich gerade auf, hat mit seinem Napheticum, seiner Selbst-Servo-Rüstung durchdringenden Kettenglied am Arm. Die Rüstung des White Scars aufgeschnitten und ihm Gensaat aus dem Körper genommen, richtet sich auf und schaut in deine Richtung nicht einmal zu, als er sieht, dass du jemanden dabei hast. Gut, wir haben einen. Mein Arm, mein Arm! Sehr gut, er ist noch fit. Ich denke, er kann uns einige Fragen beantworten. Oder? Ich weiß nichts. Ich würde dann einfach mal so ein bisschen leicht, jetzt nicht wirklich fest zu drücken, weil ich würde mich einfach zerquetschen. Keine Sorge, Toda. Ich hab da was genau für diesen Augenblick. Ja, sehe ich. Hast dich vorbereitet. Ich hab nicht geschossen, ich hab nur die Plasmaleitung repariert. Ja, du kannst mal still sein. Wir stellen hier die Fragen. Gabriel marschiert eindrucksvoll auf ihn zu und hat bereits einen Injektor aus seinem Fach in der Rüstung dafür rausgeholt. Das wird jetzt vielleicht ein wenig wehtun. Ich bin mir mit der Dosierung immer nie richtig sicher. Wir werden mal herausfinden, wie das klappt. Und dann... Bring ihn nicht gleich auf. Setzt Gabriel den Injektor an. Ich möchte meine Fertigkeit Verhör einsetzen. Das ist eine Dark Angel-Fähigkeit oder eine Apothecary? Das ist eine allgemeine Fähigkeit und ich weiß nicht mehr, ob das bei den Dark Angel war oder bei den Apothecaries. Die machen das mit Substanzen. Okay, ja, mach mal. Okay, das geht auf WK. Was ist WK? Willenskraft. Willenskraft, Hast du auch Chem-Gebrauch? Das ist nämlich Chemie-Gebrauch. Das habe ich auch. Ja, warte. Chem-Gebrauch, das ist sicher besser. Ich bin mir sicher, die richtige Dosis, damit du mich nicht gleich umbringst, ne? Ich habe mich extra für genau das vorbereitet. Dann würfel mal dein W100. Oh, das ist nicht geschafft. Auf Intelligenz gewürfelt.
Das ist tatsächlich mit, wenn wir das eine... Ich gebe dir mal einen Bonus von plus 20, weil du am gleichen Tag noch mit Worgen rumhantiert hast. Oh, dann ist das auf jeden Fall geschafft. Ich habe eine 64 in Intelligenz. Gut, ja, dann reicht das. Kannst ihm dann den Injektor an den Hals führen, wenn du willst? Ja, an den Unterarm. Der ist stark genug, um einfach die Kleidung zu penetrieren. Und dann setzt sich die Flüssigkeit in seine Blutbahn ab. Okay. Ja, ich halte noch fest, dass er sich nicht bewegen kann oder sonst was dergleichen. Gar nicht auf die Idee kommt, sich zu winden. Er hört auf zu strampeln. Und wenn er sich... Ja, wenn er sich winden würde, würde ich einfach den Griff etwas fester zusetzen. Ja, er hört auf zu schrammeln. Ich sag euch alles, was ihr wissen wollt. Sehr gut. Wunderbar. Also, wer führt diese ganze Rebellion hier an? Ich weiß, dass es den Makropolen-Hauptmann Bromart gibt. Er hat uns und den anderen gesagt, dass ihr kommt. Ich kenne ihn nicht persönlich. Ich habe nur die Plasmaleitung repariert. Die anderen haben geschossen. Aber sie wussten, dass ihr kommt. Wie kommst du auf den Gedanken, den Todesengeln des Imperators Widerstand zu leisten? Nun, ihr seid einschüchternd, das stimmt. Ich habe große Angst vor euch. Tja, Gabriel, stell mal deine Fragen, du bist der Klügste von uns. Überhaupt auf die Idee kommst, gegen die Engel des Imperators zu kämpfen. Seid ihr nicht treue Anhänger des Imperators? Wir kämpfen nicht gegen die Engel, wir kämpfen gegen das Imperium. Sie haben uns abgeschnitten, wir haben nichts zu essen. Aelas verhungert. Euer Irrtum zu glauben, dass die Menschheit eine Wahl hat, sich dem Imperator zu unterwerfen. Wir sind, ob wir es wollen oder nicht, seine Kinder. Und ihr werdet für eure Häresie noch bitter bezahlen. Also, was wisst ihr über die Tau? Ich kann euch über die Tau nicht viel erzählen. Ihr müsst mit dem Makropolenhauptmann Bromart sprechen. Er hat die Information. Finden wir den? Er ist Sympathisant. Und wo finden wir diesen? Er sitzt in der Mitte der Höllenmark. Wir haben bisher nur die Verteidigungsanlagen der Höllenmark übernommen, ne? Weil das hat sich eben so angehört. Okay. Genau, ganz am Rand. Also Makropolen, die sind ja halt riesig, ne? Also halt auch in der Breite, was weiß ich, 100 Kilometer locker oder so, ne? Ja. Was habt ihr für Befehle erhalten? Ihr sollt euch einfach die Stadtverteidigung, euch den Engeln des Imperators entgegenstellen, für diesen Planeten sterben? Wir sollen unser Möglichstes tun. Ja. Ich habe nur die Plasmaleitung repariert. Ich bin kein Schütze. Aber bist du Sympathisant? Nun, ich gehorche den Befehlen von Bromart. Ich bin Sympathisant. Viele andere sind es auch. Aber es gibt viele loyale Bürger. Sie hoffen immer noch auf die Gnade des Imperiums. Und für das höhere Wohl. Haben sich die loyalen Bürger auf irgendeine Art organisiert? Was hast du da eben gesagt? Für was für ein Wohl? Für das höhere Wohl. Ich töte ihn. Ja, sein Kopf explodiert, wenn du ihm die Boltermündung gegen das Gesicht drückst und die Patrone in seinen Kopf schießt. Er wäre so oder so gestorben, Octavius. Es gab keinen Grund, impulsiv zu handeln. Eine eventuell vorschnelle Handlung. Ich wollte eigentlich abwarten, bis er die letzten Sätze uns an Infos geben. Und ich werde ihm als impulsiv behandelt. Dabei grinst er den Ultramarine an. Ja, während du das auch sagst, kannst du dir die Machenschaften der White Scars angucken, die ja noch impulsiver sind. Und das absolute Blutbad, was um euch herum stattgefunden hat. Ich nehme seine Leiche und lass sie einfach irgendwo fallen. Ja, also wie gesagt, ihr seid jetzt gerade am Rand von so einer Plattform. Habt euch da irgendwo hingesetzt und kannst ihn dann irgendwie runterschmeißen, sodass er dann ins Wasser fällt.
Brüder, wir haben schon gegen alle möglichen Feinde gekämpft, aber manchmal haben solche blasphemischen Worte alleine schon Macht. Und das musste ich sofort unterbinden. Ihr habt die Führung. Ich werde euch nicht hinterfragen. Nun, ihr könnt mich hinterfragen. Ich bin nicht unfehlbar. Wir sollten uns beeilen. Wir müssen in die Hauptstadt und diesen Makropolenhauptmann stellen. Wenn die White Scars vor uns ankommen, dann wird sicherlich niemand mehr zum Befragen da sein. Dem stimme ich zu. Und ja. Dementsprechend sollten wir schnell handeln. Und vielleicht ist doch nicht mit den White Scars vorher absprechen. Können wir denen ihren Funk abhören? Ich glaube, unsere Kommunikationsanlagen sind den normalen Space Marines überlegen. Ja, ja. Ihr habt Inquisitionsausrüstung auch in eurer Servorüstung drin. Also ihr könntet damit die White Scars abhören. Dann mache ich das. Das müssen ja nicht unbedingt alle machen. Nicht, dass ihr noch abgelenkt werdet, aber ich mache das mal. Ich schäme mich fast, es vorzuschlagen, aber... Vielleicht ist es sinnvoll, den White Scars ein anderes Ziel zu geben, damit wir in aller Ruhe uns diesem Brummer widmen können. Nun ja, die Makropole ist groß. Es wird einige Zeit dauern, bis wir in der Mitte angelangt sind. Und so ist es. Ich denke, diese Gelegenheit, die White Scars werden mit Sicherheit auf die Ziele anspringen, die sich am meisten wehren. Ich denke, das ist ein guter Plan. Den sollten wir uns einfach um den Turm kümmern. White Scars haben das Ziel, hier alles einzunehmen und von Rebellen zu befreien. Wenn wir mit dem Ziel, nur in die Hauptstadt vorzudringen und uns den Hauptmann zu eigens machen, vorgehen, dann sollten wir zumindest schneller dafür sein. Aber da müssten wir jetzt aufbrechen. Vielleicht kann ich euch anleiten, sobald wir in der Hauptstadt sind, um möglichst ungesehen voranzukommen. Wenn ihr mir einen Schicksalspunkt gebt, kriegt ihr sogar ein Bike von den White Scars. Bahn. Das wäre schon ziemlich geil. Die Frage ist, kann das überhaupt jemand von uns fahren? Dann kommen wir da alle rauf. Ja, kann ich. Da können, also glaube ich, zwei Einsitzer, ne? Ihr braucht dafür, also jeder bräuchte eins. Ja, genau. Ja, also theoretisch könnte man da wohl auch zu zweit drauf sitzen, ja, so hintereinander. Aber, dann ist halt kein Kämpfen mehr, ne? Nee, dann ist kein Kämpfen mehr. Und dann ist auch wahrscheinlich ein bisschen schwieriger zu steuern. Aber ich kann damit fahren. Ja, ich kann nur, Pilot. Mein Sprungmodul bedienen. Ja, aber eine Pilotenausbildung hast du ja. Ja, aber ich habe Bodenfahrzeuge, also ich kann das. Ja, aber wir haben nur Pilot Personal und genau, das wäre halt. Ja, aber ich meine, ich müsste ja dann nicht euch hin, sozusagen wegfahren und ihr seid so schnell wie wir mit eurem Sprungmodul. Ja. Also wenn ich langsam fahre, dann könnt ihr wahrscheinlich an uns dranbleiben. Also fahren könnt ihr das alle? Ihr könnt damit halt keine Kampfmanöver machen. Ne? Dann, wenn ihr im Kampf seid und auf einem Bike, dann müsstet ihr Pilot werfen. Wenn ihr einfach nur von A nach B kommen wollt, dann könnt ihr euch draufsetzen, Gas geben, das passt. Das bräuchten dann beschmeißen wir doch den Spielleiter mit Fate Points, oder? Ja, das bräuchten wir tatsächlich auch. Gut, dann brauche ich mindestens zwei Schicksalspunkte. Na ja, gut, wenn ich das Ding fahren will, dann gebe ich halt mal einen aus, ne? Okay, ja, dann nehmen wir. Oh, wir können ja theoretisch zwei von uns auf ein Bike packen und die anderen beiden sind ein Sprungmodell unterwegs. Genau, ich würde sagen, ich fahre, du setzt dich hinten drauf und hältst dich an mir fest. Genau, und sobald wir in den Kampf sind, springen wir ab. Ja, und ihr müsst hinterher joggen, ne? Genau. Also unterstützt halt durch ein Sprungmodul und dann fahre ich langsam. Ja, ich glaube, das macht sogar am meisten Sinn. Packt den Menschen sonst einfach am Bein und wir ziehen den hinterher. Ja, so lang, ja, im Zweifel. Ach so, die Menschen, die habe ich jetzt ganz vergessen. Dann gib mir einen dritten Schicksalspunkt. Die Menschen? Die Menschen können aber nicht so ein Motorrad fahren. Nee. Cray, Octavius und Toral werden fahren und Gabriel sitzt hinten drauf und die Menschen bei den anderen jeweils. Dann gebe ich auch nochmal einen Schicksalspunkt von mir. Okay. Dann könnt ihr, nachdem ihr aufgebrochen seid in Richtung Hive-Kern bzw. Makropolen-Kern, einen abgestürzten Thunderhawk von den White Scars finden. Und die
Besatzung ist tatsächlich schon ausgesprungen, wohl aber sind drei der Besitzer von den Bikes hat wohl vorher schon einen Hydraschuss den Kopf pulverisiert, sodass die dann immer noch unversehrt zwischen den Trümmern eines Thunderhawks liegen und die können dann von euch mit euren inquisitorialen Codes geknackt werden und könntet dann aufsteigen und in Richtung des Makropolenkerns fahren nach Westen. Ja, wenn ich die Zeit habe, dann sind das zwei weitere Jenseits, die ich mitnehme. Eine weitere, weil wenn der Kopf fehlt, dann kriegst du nur noch die aus der Wirbelsäule, beziehungsweise aus dem Herzen. Also ist nicht mehr... Okay, gut. Also du kriegst halt eine Gensaat, die zweite, die hinten im Nacken steckt, die nicht mehr. Alles klar. Und so, brecht ihr auf.